Hier wird ein LKW aufgesogen und zertrümmert, live gefilmt aus einem Hubschrauber. Anders als es die Bilder aus Oklahoma vermuten lassen, überlebt der Fahrer den Vorfall auf der Interstate 40. Jeremiah Morrison sagte Reportern danach, er sei zunächst angehalten, um sich in Sicherheit zu bringen. Dann sei der Tornado abgedreht. Gerade als Morrison wieder losfährt, fängt ihn der Wirbelsturm ein. Ich dachte noch, jetzt geht's los, da wurde ich aus dem Führerhaus gesogen. Der Trucker kommt mit gebrochenem Arm und ein paar Blessuren davon.